Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder live vom Rentier. Heute eine Frage zu Teichfolien bzw. Alternativen zu Teichfolien. Mhm. Melanie liest die Frage mal vor. Hallo Modern Koi Blog Team. Ich finde euren Blog super. Auch mich hat das Koi-Fieber gepackt und ich möchte nun einen zweiten Teich bauen. Da ich auf Folie diesmal jedoch verzichten möchte und einen Teich wie der aus dem MK-Block 416 richtig schön finde, würde mich interessieren, was es denn sonst noch für Teichbaumöglichkeiten gibt und wie der MK-Block 416 Teich gebaut wurde. Sieht aus, als wäre er nur betoniert, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen. Also es geht um Alternativen für Folien. Also ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, was Teich 416 für ein so eine Bauweise hatte, spielt aber auch keine Rolle. Also man muss, und das mal ganz ehrlich zu sagen, ich bin mir sicher, 95% aller Teiche sind nach wie vor ganz normale PVC-Folienteiche. Das ist das billigste Baumaterial, das kann praktisch jeder verarbeiten und das ist das häufigste. Wenn man es professionell machen will, lässt man sich von einem Folienschweißer auf seine Form das Ding vorkonfektionieren, das uns nur reinlegen muss. Also an alle, die keinen GFK-Teich, keinen PE-Teich, keinen betonierten Teich haben, das ist immer noch die häufigste Art, wie Teiche gebaut werden. Dann gibt es die EPDM-Folie, die ist sehr viel hochwertiger. Dann gibt es noch Gewebefolie, die ist auch hochwertiger als die normale PVC-Folie. Aber am Ende kommt es nur darauf an, dass es dicht ist. Klar, eine PVC-Folie hat man natürlich weniger Möglichkeiten, die jetzt mechanisch zu belasten mit irgendwelchen Dekorationssteinen oder wenn man mal, keine Ahnung, mit dem Spaten die Seerosen raushackt, so habe ich den ersten Teich meines Vaters undicht gemacht. Das ist natürlich ganz klar, aber auch die anderen Teiche sind nicht unbegrenzt belastbar. Genesis baut diese PE-Vollmantelteiche, das sind 1,5 cm massive PE-Platten, die miteinander verschweißt werden. Das ist natürlich absolut perfekt und für die Ewigkeit. PE hat hier den Vorteil, dass es eine hohe Zähigkeit hat. Also auch wenn mal von hinten eine Wurzel kommt oder so, passiert da gar nichts. Genauso gut sind diese 2 oder 3 mm PE-Folien, die muss auch von einem Profi reingeschweißt werden. Da gibt es auch viele Unternehmen, die kommen aus dem Staudammbau und was weiß ich woher, die diese Folien verarbeiten. Die sind sehr gut, braucht aber auch einen statisch bestimmten, nicht statisch bestimmt, ist falsch, aber einen festen Hintergrund. Dann gibt es natürlich die Bettungteiche, das ist sehr teuer, muss man auch sagen, wo man einfach sagt, man hat statisch bestimmte Wände. Und wenn die Oberfläche hochglatt ist, muss sie aber immer noch versiegelt werden. Es gibt zwar WU-Beton und wir haben hier einen guten Kunden, der kommt irgendwo aus dem Osten und der hat jetzt seit ein paar Jahren einen Teich in Betrieb mit Beton unversiegelt und er sagt, auf den pH-Wert hat es absolut keinen Einfluss, weil das wäre jetzt das Problem, dass der Beton Kalk abgibt und dieser Kalk nachher den pH-Wert eher oben hält. Aber das ist eine tolle Art zu bauen, der Teich ist dann für die Ewigkeit, aber kostet entsprechend viel. Dann gibt es die klassischen GFK-Teiche. GFK hat den großen Vorteil, dass man in der Formgebung völlig frei ist. Also wenn man jetzt eine wilde Form hat, auch, also entweder in der Topografie wild oder auch von der Form in der Draufsicht des GFK, passt sich jedem Untergrund perfekt an. Aber der Untergrund sollte auch fest sein. Das kann man jetzt nicht auf loses Material bauen. Vor allem, wenn das Material hinten weggeht, kann es schon passieren. Ich habe auch GFK-Teiche reißen sehen. Aber da hängt es auch sehr stark davon ab, wie hochwertig diese GFK-Teiche gebaut werden, also wie viel Glasfasermatten da mit Polyester eingeschmiert werden, wie viel Kilo Glasfasermatte und wie viel Kilo Polyesterharz habe ich auf dem Quadratmeter. Also da kann ich nur sagen, das sind die billigsten, häufig nicht die besten, sondern wenn man was wirklich Gutes will, sollte man zum guten Verarbeiter gehen und dann kann der Quadratmeter durchaus 100 Euro kosten oder auch mehr. So, was gibt es noch für Möglichkeiten? Dann haben wir noch Polyurea, das ist auch ein Material, das kommt auch, glaube ich, so wie mir das mal einer erzählt hat, wurde das hauptsächlich verwendet in den, ich glaube, nach dem Golfkrieg, nach dem ersten, wo die vielen Ölquellen gebrannt haben, da hat man dann einfach in der Wüste, hat man große Becken im Sand rausgeschoben und hat einfach den Sand mit Polyurea besprüht und das hat man, oder damit hat man einwandfreie Teiche gebaut, wo dann das Öl quasi umgeleitet werden konnte. Und das wird heute auch schon im Teichbau verwendet. Ich kenne da mittlerweile einige Verarbeiter. Ist auch sehr gut. Ähnlich dem GFK oder nicht ähnlich, genauso wie GFK kann es jedem Untergrund, jeder Form angepasst werden. Macht auch eine schöne glatte Oberfläche. Das funktioniert gut. Also ich würde sagen, das sind so die gängigsten Möglichkeiten, wie man Teiche bauen kann. Die sind unterschiedlich teuer. GFK, Polyurea und die PE
Vollmantelteiche von Genesis, das sind sicherlich die teureren Methoden, aber auch die, wo, wenn sie gut gemacht sind, nachher auch für die Ewigkeit sind und wo man auch oben schöne Ränder gestalten kann. Das ist dann häufig eher das Problem von Folienteichen, dass man oben immer gucken muss, wie bekommt man eine vernünftige Randgestaltung hin. So, das würde ich eigentlich sagen, das ist so das Gängigste. Schön, oder kennst du noch Dank. Was? Du bedankst dich bei mir? Ja, schön. Nein, danke für die ausführliche Ausarbeitung. Schön. Sehen Sie, sie ist nicht besser als ich. Danke. Also, vielen Dank für Ihr Interesse und tschüss. Bis zum nächsten Blog. Ciao.